Wenn Angehörige besondere Pflege benötigen, ist es schön, wenn Nahestehende die Aufgabe übernehmen. Für die ist das aber auch herausfordernd. Auch dann, wenn sie in einem medizinischen Notfall erste Hilfe leisten müssen. So wie die Maria Aru. Ja, also meiner Mutter musste ich das machen. Sie hatte eben einen Hirnschlag. Und dann, ich war daran gewöhnt, dass sie sich immer ein bisschen schlecht gefühlt hat. Und darum habe ich gerade ein bisschen gewusst, wie vorbereiten, Medizin, damit ich es am Krankenwagen, Leute von der Krankenwagen geben kann. Und dass ich gerade anrufen muss. Und ich habe immer mit meiner Mutter geredet und wach gehalten, ja, so halt. Die Maria Aru ist bei Solicare angestellt. Solicare ist die einzige gemeinnützige Fachspitex für pflegende Angehörige. Wir stellen pflegende Angehörige an, für dass sie ihre nahestehenden Personen daheim unterstützen und pflegen. Und wir bieten ihnen fachliche Unterstützung und finanzielle Entschädigung für das. Was viele nicht wissen, ist, dass pflegende Angehörige schon ganz viel können und wissen, weil sie meistens in diese Aufgabe hineinwachsen, wenn sie jemanden pflegebedürftig daheim unterstützen. Und ja, was müssen sie lernen? Also es kommt halt mega darauf an, habe ich einen Mann, der eine Demenz hat, oder habe ich einen Mann, der einen Schlaganfall hatte, zum Beispiel. Und dann tun wir mit unserem Fachpersonal wirklich zugeschnitten auf diese Situation mit den pflegenden Angehörigen schauen, was sie noch lernen müssen, was sie schon gut können und wo man vielleicht noch nachbessern kann. Ein wichtiger Teil der Ausbildungen für die Angestellten von Solicare ist auch die erste Hilfe. Die Franziska Brunner von der Notfalltraining Schweiz GmbH bildet häufig Betriebssanitäter oder Rettungssanitäter aus. Für sie ist ein Kurs für Solicare etwas Besonderes. Ja, ich denke, es ist sicher, sie sind nicht freiwillig hier. Also sie sind in die Situation eigentlich reingekommen, ohne gross die Wahl zu haben. Vor allem der Unterschied ist sicher auch die emotionale Verbundenheit, die sie mit ihren Angehörigen haben, was sicher ein riesen Unterschied ist zu Betriebssanitätern, die Kurse genau gleich besuchen, aber die einfach wie nicht konkret an jemanden denken, auch bei diesen ganzen Fallbeispielen. Oder ich merke, dass es auch sehr, sehr konkrete Fragen gibt, weil sie einfach in dieser Situation alltag auch sind. Also wir haben ja, scheinbar haben sie ja sehr unterschiedliche Angehörige. Wir haben von Kind bis zu auch betagte Angehörige, die sie betreuen. Aber bei allen ist zum Beispiel das Verschlucken. Also das Heimlichmanöver, das sie unbedingt haben wollen anschauen, wo eigentlich ihre grösste Angst ist, was ist, wenn sich mein Angehörige oder die angehörige Person verschluckt. Wie wichtig ist denn der Teil erste Hilfe im Rahmen von diesen Ausbildungen? Ja, wichtig. Und ich glaube vor allem, es ist wichtig, dass wir das als Arbeitgeber mit den pflegenden Angehörigen anschauen, dass sie eben auch so einen Kurs besuchen können, damit sie sich in so einer Situation gewappnet fühlen. Es geht weniger darum, dass sie jede Situation selber handeln am Schluss, aber dass sie Situationen erkennen, die lebensgefährlich werden können und sich eben dann auch die Unterstützung holen, die sie brauchen in diesem Moment. Ich finde, dass sie sich vorgängig überlegen, was wäre wenn, also dass sie so ein bisschen vorbereitet sind auf was könnte passieren, dass sie sich frühzeitig Unterstützung holen. Egal, also alarmieren sowieso, das ist kein Thema, aber vielleicht eben auch sonst Unterstützung aus Nachbarn oder Ehepartner oder irgendetwas so, finde ich auch sehr wichtig. Wir haben hier mit den Profis von Notfalltraining Schweiz die besten Ansprechpartner diesbezüglich. Sie machen ja Kurs für Laien, aber auch für Profis. Und durch das ist es mega gut gewesen, mit ihnen in diesen Diskurs zu gehen und herauszufinden, welche Themen tackeln wir jetzt, auf welchem Niveau. Die Maria Aru fühlt sich jetzt noch mal ein bisschen sicherer in diesen Themen. Im Alltag kann alles passieren. Sich verschlucken, Hirnschlag, wie ich leider erlebt habe bei meiner Mutter. Oder eben bewusstlos und eben ein Sein. Und das kann man auch für die Angehörigen, aber auch sonst auch dann auf der Straße helfen oder wenn man nicht mehr ist. Mehr dazu lesen Sie unter safety-security.ch.